Das schönste Ende ist das Wochenende. Jetzt ist endlich Wochenende und Zeit für eine neue Gute-Nacht-Geschichte. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast, hier ist Ab ins Bett, heute mit der 1179. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend. Bevor die aber kommt, was kommt da? Genau, das Recken und das Strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und reckt und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an. Und wenn ihr das gemacht habt, dann lasst euch ins Bett hinein plumpsen und sucht euch eine ganz bequeme Position. Und heute Abend, bin ich mir sicher, findet ihr die bequemste Position, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Hier ist die 1179. Gute-Nacht-Geschichte für Freitagabend, den 17. November. Efi und der kleine Schlawiner. Efi ist ein ganz normales Mädchen und heute ist ein ganz normaler Tag. Es könnte sogar der heutige Tag sein. Eva wohnt in einer wunderschönen Stadt. Die sieht schön aus, wie gemalt, wie gezeichnet. Am Fuß eines prächtigen Berges liegt die Stadt Wunderburg. Hier leben die Menschen glücklich und zufrieden zusammen. Und es gibt sogar magische Bewohner. Die Stadt war auch bekannt für verzauberte Gärten, geheimnisvolle Wälder und funkelnde Flüsse. Heute entdeckt Efi, ein kleines Mädchen mit leuchtenden roten Haaren und Sommersprossen, einen ungewöhnlichen Gefährten, der ihr Leben für immer verändern sollte. Efi war auch abenteuerlustig und sie wollte am liebsten die ganze Welt um sich herum erkunden. Heute spaziert sie durch den magischen Wald. Plötzlich stolpert sie, aber nicht etwa über eine Wurzel, sondern über ein kleines, seltsames Wesen. Nachdem Efi darüber gestolpert ist, hat sich das kleine Wesen schnell versteckt, direkt hinter einem Busch. Es hat grünes Fell, spitze Ohren und funkelnde Augen. Efi ist sofort in den Bann gezogen. Ohne zu zögern nannte sie dieses Wesen Schlawiner. Und sie beschloss, es sogar mit nach Hause zu nehmen. Zu Hause angekommen, stellte Efi den Schlawiner ihrer Familie vor. Und die waren begeistert von Efis ungewöhnlichen Freund. Sie beschließen, ihn bei sich aufzunehmen und gemeinsam neue Abenteuer zu erleben. Schlawiner ist ein echter Glücksbringer. Nicht nur für Efi, sondern für ihre ganze Familie. Denn der Schlawiner hat die ganze Familie mit magischen Fähigkeiten überrascht. Er kann Pflanzen schneller wachsen lassen, er kann sogar kleine Gegenstände herbeizaubern und mit Tieren sprechen, das können nicht so viele. Für Schlawiner ist es aber kein Problem. Efi erfährt von einer verborgenen Schatzkammer, die ist mitten im Berg. Und das Problem ist, dass sie nur alle 100 Jahre zugänglich war. Es gab eine Legende, die wurde von Generation zu Generation im Ort weitererzählt. Die Legende besagt, dass die Schatzkammer von einem mächtigen Zauberer bewacht wird. Und er stellt Rätsel, um diejenigen herauszufordern, die den Schatz finden wollen. Efi ist sofort begeistert von der Idee und sie möchte diesen geheimen Ort entdecken. Und sie beschließt, sich mit Schlawiner auf die Suche zu machen. Gemeinsam gehen sie erstmal durch den Wald. Dann führt sie der Weg zum Berg. Und es beginnt der Aufstieg den ganzen steilen Berg hinauf. Sie durchquerten dichte Wälder, sprudelnde Bäche und hohe Felswände, nur um die Schatzkammer zu erreichen. Unterwegs bleiben sie aber nicht alleine.
Auf ihrer Reise treffen sie verschiedene magische Kreaturen. Einige geben ihnen Ratschläge. Andere sagen, wie sie ihre Fähigkeiten einsetzen sollen, um sich den Weg zu erleichtern. Es hat eine Weile gedauert, aber schließlich erreichen Efi und Schlawiner die Schatzkammer. Sie ist vor einem eindrucksvollen Tor versiegelt. Als sie näher treten, da erscheint auch der mächtige Zauberer und er stellt ihnen drei Rätsel, die sie lösen müssen, um den Zugang zum Schatz zu erhalten. Mit Schlawiners Hilfe und Efis klugen Verstand gelingt es ihnen, das Rätsel zu lösen und das Tor zur Schatzkammer zu öffnen. Als sie eintreten, finden sie einen Raum voller funkelnder Edelsteine, goldener Schmuck und magische Dinge. Selbst der Zauberer war begeistert von so viel Entschlossenheit und von dem Teamgeist, und er erlaubte ihnen, einen Schatz ihrer Wahl mitzunehmen. Efi und Schlawiner entschieden sich für eine magische Kette, die Kraft hat, Wünsche zu erfüllen. Mit diesem wertvollen Schatz machen sich die beiden nun auf den Rückweg nach Wunderburg. Hier möchten sie ihrer Familie und ihre Freunde von ihrem Glück erzählen. Zurück in Wunderburg teilen Efi und Schlawiner ihre aufregenden Erlebnisse und sie zeigen diesen Schatz, diese Kette, all ihren Freunden. Die Kette bringt Wohlstand und Glück in die Stadt und sie stärkt die Freundschaft zwischen allen Bewohnern und zwischen den magischen Kreaturen. Efi und der kleine Schlawiner sind echte Helden in Wunderburg und ihre Abenteuer sind längst Legenden, die sich immer noch die Menschen erzählen. Und Efi weiß genau wie du. Jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz fest dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr. Abinsbett.net. Gute Nacht.